Danke, sehr nett. Es misst jetzt schon langsam auf, wenn immer mit diesem da was inszenieren, was im Fußball eigentlich gang und gäbe ist. Peter Packholt, ein Mann, der polarisiert, und damit passt er perfekt zu dem Club, den er trainiert. Rapid, das ist Tradition, Geschichte, Religion, das sind große Erfolge, das ist der Rekordmeister, das ist aber auch Feindbild, das ist Verpflichtung zum Erfolg und das ist vor allem das Hauptthema heute bei Talk und Tore. Herzlich willkommen, sage ich, einen schönen Sonntagnachmittag, liebe Fußballfans. Ja, an einem guten Tag ist er einer der größten Schmähbrüder, die es gibt, an einem schlechten grantelt er wie kein zweiter. Diplomatie ist seine Sache nicht. Er trägt das Herz auf der Zunge. Er hat Ecken und Kanten. Das alles gilt für Peter Packholt. Das alles gilt aber, glaube ich, auch irgendwie für die anderen beiden Gäste, die wir heute eingeladen haben auf der Talk- und Tore-Couch. Höchstens, ja, glaube ich, war es gemeinsam bei Rapid. Ja. Sind die Erinnerungen noch sehr lebhaft? Es war ja ein ganz außergewöhnliches Jahr, muss man sagen. Es war ein außergewöhnliches Jahr, weil wir in der Meisterschaft eigentlich keine Rolle gespielt haben, aber sensationelle Europacup-Erfolge gefeiert hat. Hans war nicht so oft dabei, aber dafür bin ich halt dann die Tore gemacht in diesem Europacup-Jahr. Bin auch dann von den Rapid-Fans zum Mr. Europacup so Ort gewählt worden. Aber trotzdem, es war einfach eine tolle Zeit. Ich war ja doch ein relativ junger Spieler und der Hans eigentlich schon zum Ende seiner Karriere eigentlich. Aber wir haben eigentlich vorne sehr, sehr gut zusammengepasst. Also es ist jeder zu seiner Torerfolge gekommen, weil es war ja immer das Schwierige, weil jeder, wie ich hingekommen bin, hat sich immer geheißen, Hans Krankl, die zentrale Figur, du magst keine Tore. Aber es ist für beiden immer was übrig geblieben und beide sind zu einer Torerfolge gekommen. Ich habe auch das Rapid-Buch mit, wo man auch ein schönes Foto sieht aus dieser Zeit. 1984, 85 war das die Saison mit Peter Packholt und Hans Krankl. Hans Krankl, warum hat es eigentlich für den Meistertitel nicht gereicht? War da die Austria einfach viel stärker? Ja, kann man so sagen. Ich kann mich nicht mehr so Cupsieger so ist man geworden, alles das zurückerinnern, aber die Austria hat sicher dort hat eine sehr starke Mannschaft gehabt und wir waren aber international sehr erfolgreich. Und ein bisschen im Schatten von Peter Packholt gestanden, also wenn man dem Aussagen trauen kann, war das so schon in dem Jahr? Nein, wir haben gehört, so wie er sagt. So wie er spricht, war er damals schon, also war ein frecher Hund, ist vom Sportclub gekommen. Aber das war gut, das hat uns gut getan. Er war ein sehr guter Spieler, sehr gut harmoniert mit ihm. Und er hat besonders in diesem Jahr sehr gut gespielt. Ich kann mich an schöne Erlebnisse erinnern. An das berühmte Spiel im Old Trafford, wo ich nicht spielen habe können, weil er einen Jochbeinbruch gehabt hat und man wollte nicht, dass ich überhaupt erscheine am Blankett. Aber ich habe mich dann auf meinen Holzbach hat damals verlangt von mir, dass ich etwas unterschreibe. Ich habe mich mit meinem Jochbeinbruch auf die Bank gesetzt, weil ich bei der Mannschaft dabei sein wollte. Und habe das alles von außen miterlebt. Und dann habe ich gesehen, da war dieses berühmte Tor, wo die fast ein Tor geschossen hat. Und es war ein Gegenstoß. Und der Zizzo spielt ihm ins Loch. Und der Peter geht über das ganze Feld, schießt das Goal. Und er ist dann auch zu mir herausgerannt. Also dort waren ja Tumulte. Das war ja unglaublich. Es war ein wunderschönes Erlebnis für mich. Ich habe dann 30 Minuten aufgewärmt auf der Seite mit dem Jochbeinbruch, aber ich wäre nicht zum Einsatz gekommen, weil es war wirklich gefährlich. Erst einmal das, aber in dem Match doppelt und dreifach gefährlich. Habe aber dort aufgewärmt und habe dort die Schoten also immer wieder beim Aufwärmen beleidigt und die haben zu mir rausgeschrien und so habe ich versucht, ein bisschen an Druck zu nehmen. Naja, bei dem Match war das hat ja eine besondere Brisanz gehabt. Und ich habe dann versucht, alles zu geben von der Outline auf und der Arena, indem ich die Spieler von Celtic irgendwie was zugerufen habe und dass sie abgelenkt werden, weil der Druck natürlich dann überhaupt nach dem Tor sehr groß war. Aber wir haben das dann geschafft, das war super. Für die, die es nicht wissen, war damals das Wiederholungsspiel nach dem Skandal bei Celtic Glasgow. Wurde in Old Trafford wiederholt und damals hat Rapid auswärts 1-0 durch ihr Tor gewonnen. Und ich glaube, es war nach dem Spiel nicht ganz unheikel für sie, was ich mich erinnere. Durch diese glorreiche Aktion von Hans auf der Seitenlinie ist uns dann das passiert, dass der Funkefeuer im Netz gelegen ist
dass wir den berühmt gemacht haben, dass auf einmal dass ein Fan ins Spielfeld reingekommen hat, den Funke ins Netz reingekommen, den haben wir müssen auswickeln aus dem Netz wie ein Fisch. Und bei mir war es ja dann so, Schlusspfiff, Abgang, und dann war so ein Spalier von Polizisten, und ich sehe nur hinter den Polizisten einen grün-weißen Fan stehen und gehe so vorbei, und auf einmal, wie ich da vorbeikomme, ist auf einmal schon Fuß von einem vorbeigekommen bei einem Polizisten, habe mich voll getroffen, und es hat halt gewirkt, dass der Hans auf der Seitenlinie ein bisschen Stimmung gemacht hat. Nicht? Und bin dann halt getroffen worden und bin dann aber es war vergessen, dass ich meine Zeit habe, weil sonst hätte es dann so, dass ich auch in der Halbzeit schon die erste Kritik hinnehmen habe müssen, weil ich das da gemacht habe, hat er mich dann in der Halbzeit schon kritisiert. Der Hans hat gesagt, ob ich noch ganz dicht bin, den Ball so knapp in die Stangen zum Hauen, und ich habe gesagt, du, ich bin mitten ins Tor getroffen, und habe dann erst zwei Tage später dieses eigentlich das Tor, wie ich ihn das erste Mal gesehen, dass der wirklich nur ein paar Zentimeter neben Stangl reingegangen ist. Und ich war fester Annahme, weil ich habe mich so konzentriert auf diese Aktion vorbeigespielt, den Tor einmal, weiß ich wie heute, und habe einmal aufgeschaut, habe gesehen, wo es da ist, aber in diesem Moment ist auch der Ball versprungen. Aber ich habe ganz mit der Innenseite getroffen und war fester Meinung, mitten ins Tor. Und wie es dann zwei Tage später ist, mir dann das Herz in die Hosen gerutscht, weil das war wirklich, ich glaube, ein Zentimeter neben der Stange. Aber es hat gereicht. Ich war ja nicht der einzige Höhepunkt in dem Jahr. Da gab es Dynamo Dresden, 0-3 auswärts, 5-0 daheim. Wenn man sich die beiden Egozentriker da nebeneinander anschaut, eigentlich ein Wunder, dass das so gut gegangen ist. Nein, es war überhaupt, gut, der Hans Krankl, der ist nie im Schatten von irgendjemandem gestanden. Weil der Krankl hat nicht einmal einen eigenen Schatten. Also der ist immer ein Sonnenmensch, der steht immer vorne. Und es war irgendwie super vom System. Der Mann, wie bitte? Außer wenn du vorher am stehst. Ja gut, dann ist Sonnenfinsternis. Der Hans war gegen Ende seiner Karriere der Peter Backhult, der ja in Wahrheit Peter Batzult heißt. Das war ja damals die Geschichte, vielleicht kannst du dir erzählen, mit dem Karl Schlechter, der hat ihn mir umgetauft. Auch ein Hinweis an die Wiener Journalisten, weil sie geglaubt haben, wir werden das Peter Batzult nicht zusammenbringen. Erzähl es einmal. Nein, es ist ja so, dass ich damals von FAC zum Wiener Sportclub gekommen bin und wir eigentlich 21 Jahre Batzult gesagt haben. Also Lehrer, alles, und ich komme dann zum Wiener Sportclub und auf einmal höre ich das erste Mal den Namen Backhult. Nicht? Und jetzt habe ich aber nicht. Kommt gar nicht reagiert, und sie, oder? Ja, und so ist auf einmal aus Batzult Backhult geworden. Und ja, das ist halt jetzt so. Weil aber sind Sie zufrieden damit? Oder sollen wir ab jetzt wieder Batzult sagen, ja, dass Sie sich wohl erfüllen? Wir sind ja flexibel, wir Journalisten. Ja, also mir ist das im Prinzip eigentlich egal. Jetzt hat man sich erst das Backhult auch schon gewöhnt. Peter Backhult, ich habe mir ein paar Sachen im Archiv angeschaut mit der Redaktion. Wir sind auf einen Steckbrief von Ihnen gestoßen, damals knapp bevor Sie vom Sportclub zu Rapid gegangen sind. Hans Krankl, wen glauben Sie, hat er als den besten Spieler Österreichs bezeichnet damals? Keine Ahnung. Ja. Einen Premiere-Experten, aber nicht Hans Krankl. Heribert Weber war es. Heribert Weber, der hat mich schon etwas überrascht. Ich habe den ganzen verbindet auch beide eine große Freundschaft. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, und es war halt auch so, dass halt Wetten gelaufen sind und die hat der Hans im Haus unten, dass halt Wetten gelaufen sind bei Rapid, wie lange das dauert, bis der erste Krach zwischen Weber und Backhult ist. Ne? Mhm. Wie viele Wochen das dauert, aber ich habe eigentlich das gar nicht verstanden, warum das da eigentlich. Ja, ich war halt. So wie der Hans jetzt sagt, ich mache halt frech und alles. Oder ich stehe halt zu meiner Meinung, und auch wenn es mich oft dann selber überrascht. Aber es war halt dann so. Aber ich habe dann diesen Steck privat jetzt einmal gesehen und bin ja richtig erschüttert, was da alles drinnen steht. Mhm. Ja, ja. Worüber waren Sie besonders erschüttert? Nein, zum Beispiel über diese Sache. Warum der Heribert Weber ist? Aber ich muss sagen, war ein ausgezeichneter Spieler, das muss ich glaub, schon sagen. Ärgster Gegenspieler, glaube ich, Bernd Kraus, habe ich gesagt, glaube ich sogar. Ja. Weil das wirklich zu diesem Zeitpunkt, statt ein rechter Außendecker rechts außen war und ich den jedes Mal nachrennen habe müssen, bei Sportclub. Aber da sind Kuriositäten dabei. Gut, natürlich. Viel passiert auf jeden Fall in der kurzen Zeit, in der die Peter Backhult nur mit dem Ergebnis restlos zufrieden, oder hat sie auch die Mannschaft restlos überzeugt gestern? Nein, das ist. Ich habe ja vor dem Spiel zu der Mannschaft gesagt, dieses Spiel gegen LASK, wo wir, glaube ich, sogar spielerisch noch dominanter waren und eigentlich noch besser als wie gestern. Das muss wieder der Maßstab sein, und das hat sie gemacht. Sie hat von der ersten Minute an den Gegner sehr, sehr gut unter Druck gesetzt, hat den Ball laufen lassen. Aber ist halt eine Geduldsfrage in diesem Spiel gewesen. Wann kannst du in Führung gehen oder wann gehst du in Führung? Wir haben ein hervorragendes Publikum, ein tolles Publikum, das was die Mannschaft immer wieder nach vorne peitscht. Und das ist dann der
der Lohn dieser Arbeit, dass du dann in Führung gehst. Und dann habe ich gesagt, wenn du in Führung gehst, dann muss einfach so sein, dass du einmal nachsitzt, dass du einmal das Zweite machst, dass du eine Ruhe kriegst. Und das hat die Mannschaft gestern über die 90 Minuten sehr, sehr gut gemacht. Wir schauen uns trotzdem die zwei strittigen Szenen, die es gegeben hat, vielleicht noch einmal gemeinsam in Ruhe an. Wir haben sie Ihnen gestern eh auch schon gezeigt. Da waren Sie der Meinung, das war nicht abseits. Vielleicht, wenn Sie es sich heute in Ruhe noch einmal anschauen, ging dem 1:0 voraus, dieser Pass auf Hoffmann. Und ich glaube, Sie müssen sich revidieren. Ja, ich sage trotzdem, also, wenn ich sehe, wo der Steffen mit Fuß ist. Ist kein Abseits. Wo der Abwehrspieler, der Schiedsrichter steht, 1,5 Meter, wenn es überhaupt so viel ist, neben ihm. Also ich sage noch immer noch nicht, dass er Abseits ist. Es ist eine strittige Situation, gar keine Frage. Aber man kann es genauso auch gleiche Höhe auch geben. Wie sehen Sie anderen Herren? Also mein Vater hat immer gesagt, Abseits ist dann, was der Schiedsrichter gibt. Mhm. Der hat es nicht gegeben, daher war es nicht Abseits. So kann man es natürlich auch lösen. Hans Kanker schon gestern gesagt, es war Abseits. Ja, in dem, so wie es jetzt aufgelöst wurde, ist Abseits. Mhm. Aber Sie bleiben dabei, Peter Backert. Ja, also man kann es, jeder hat seine Meinung. Mhm. Ich sage, genauso bei den Ausgleich gegen Lask. Ich denke auch wenn der Linienrichter damals die Fahne gehoben hätte, hätte es auch Diskussionen gegeben, war es abseits, war es strittig. Das sind Entscheidungen, da geht es jetzt um Zentimeter. Da in so einer Entscheidung geht es auch um Zentimeter. Hebt er oder reagiert der Schiedsrichter oder der Linienrichter auf so etwas, lässt das unten, hebt das. Wie gesagt, Frage, aber was zählt als Abseits? Welcher Körperteil zählt als Abseits? Na bitte, jetzt können wir gleich die Trainer fragen. Ja, ganz einfach. Nur Körperteile, mit denen man spielen darf. Das heißt, die Hand fällt aus. Mit der Hand kann nicht ein Abseits aufheben oder machen. Also die Beine oder der Körper. Aber wenn ein Teil, also wenn der Fuß vorne ist, ist er Abseits. Wenn die Hand vorne ist, ist er nicht Abseits. In diesem Fall war es auf jeden Fall der Körper. Der Steffen Hoffmann schon, also wenn man sich die Teile anschaut, mit denen er spielt. Ja. Muss man sagen, Peter Packl. Ist ja kein Schande. Ja, ich glaube, warum soll nicht Rapid auch profitieren? Wenn es jetzt wenn der Linienrichter die Fahne gehoben hat und das Fernsehen und die Fernsehbilder beweisen das, kann man es auch nicht ändern. Mhm. Wenn er es jetzt gehoben hätte, machen wir es nicht kompliziert. Er hat nicht gepfiffen, das Tor. Der Edi hat recht, weil der Schiedsrichter hat nicht pfiffen. Das ist genauso wie beim Elfmeter wird gestritten werden. Auf Mord und Brand, das ganze Leben, das belebt ja den Fußball. Ja, wunderbar. Das ist ja genauso wie beim Elfmeter in Salzburg oder beim Rapid-Elfmeter. Gibt es 10 verschiedene Meinungen, ja oder nein? Das ist ja schön, das ist ja gut. Machen wir gleich, Hans-Karl. Schauen wir uns gleich den Elfmeter an. Vielleicht diskutieren wir gleich weiter über die nächste Aktion. Und zwar dieser Elfmeter, der letztendlich zum 2:0 geführt hat. War es eine Attacke an Erwin Hoffer oder nicht? Peter Backholt hat gestern auch gemeint, geschickt gemacht, haben sie gesagt, auf jeden Fall vom Herrn Hoffer, das war sehr gut. Für mich einfach schon die Aktion von Jimmy da, dass er als Stürmer einfach diesen Weg nimmt. Er legt sich den Ball ideal Der kleine Rieder spielt nur im Ball, aber er kommt zeitlich und der Jimmy fliegt, daher kann man Elfer geben auch. Die Rieder werden immer sagen, das war kein Elfmeter, weil er hat wirklich einen Ball gespielt. Wobei man ja dazu sagen muss, man muss die Hauptkomponente ist, wo ist der Schiedsrichter? Wo steht der Schiedsrichter? Aus welcher Blickrichtung sieht der Schiedsrichter? Und der Schiedsrichter, meiner Ansicht, sieht es eigentlich aus der Situation, wo ich dann auch gestern gesagt habe, aus dieser Situation hinter Jimmy Hofer ist ein klarer Elfmeter. Und um mir die Kamera jetzt links, rechts dran, oben, unten, ist alles zweitrangig. Der Schiedsrichter hat im besten, oder hat diesen Blick eben gehabt, weil er hat sofort pfiffen. Also das Foul ist da gewesen und er hat sofort, man sieht es jetzt einfach. Ja, also der Schiedsrichter steht ganz klar, sieht es von dort. Aber es geht also auch um die Aktion, wie der Jimmy reingeht. Das man ist kann den Elfer geben, ohne. Es ist kein Elfer, also man kann ihn ohne weiteres geben. Er hat zwar Ball gespielt. Es ist kein Elfer, man kann ihm ohne weiteres geben. Ja, man kann ihm geben, aber es ist kein klassischer Elfer. Was Wahnsinn. Ist ein klassischer Elfer? Nur wenn wir klären sehen. Ein Watschen, oder wo es mal einen anderen Watschen gibt. Jetzt haben wir uns einen Wirbel gerät, glaube ich. Nein, warum nicht? Nein, es hat schon Elfmeter gegeben, wo man gesagt hat, oder nicht Elfmeter gegeben, wo man gesagt hat, einen klareren gibt es gar nicht, aber wir haben das auch nicht pfiffen. Genau. Es ist kein Elfmeter, das kann man geben. Das war nicht schlecht, das weißt du. Nein, hat ihm ja gegeben, also kann man geben. Du bist Sportjournalist, nicht? Reporter, eine tolle Aussage. Sportreporter, der Radio Wien, um es ganz genau zu sagen. Kein Elfmeter, man kann ihn geben. Ja, und er hat ihm gegeben. Auf jeden Fall hat es nichts daran geändert, dass Rapid gestern gewonnen hat, verdient gewonnen hat, letztendlich 4:0. Peter Backholt, die anderen haben auch für Rapid gespielt. Gestern haben sie gesagt, wir müssen uns eh nur auf uns selber konzentrieren. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Freude schwingt dann schon mit, wenn man die Ergebnisse hört, oder? Na, selbstverständlich, weil ich nehme immer die letzten Spiele auch mit. Ich meine, vor dem Derby hat uns jeder schon tot gesagt, weil
Da war, bevor dass wir noch einen Anpfiff gehabt haben, waren wir schon 9 Punkte hinten. Und dann hat auch Austria eigentlich aus nichts den Ausgleich gemacht. Normal hätten wir durch den Sieger vom Platz gehen müssen nach dieser tollen Leistung. Und waren es nur immer halt nur 6 Punkte. Und nach diesen Unentschieden gegen LASK, wo wir wieder 2 Punkte liegen lassen haben, war es natürlich auch so, dass du schauen musst, dass dieser Abstand nicht größer wird. Und heute auf einmal sind wir überhaupt nur mehr 4 Punkte. Ich glaube, 4 Punkte weg. Also man hat einiges natürlich für uns gespielt, aber in erster Linie musst du immer selber schauen. Schauen wir uns vielleicht ganz kurz die Tabelle an, weil Sie sagen 4 Punkte. Ich bilde mir ein, Rapid hat sogar nur 3 Punkte. Ja, 3 Punkte sind sie im Moment. Muss man halt abwarten, wie das heutige Spiel ausgeht. Aber 3 Punkte ist Rapid als Vierter jetzt. Hat ja Salzburg und Sturm überholt, nur hinter dem Tabellenführer, hinter der Wiener Austria. Man muss sagen, die ersten 7 Mannschaften nur durch 6 Punkte getrennt. Also spannender kann es eigentlich kaum gehen. War das gestern eigentlich für Sie die größere Überraschung als der Tiroler Sieg gegen Salzburg? Ich sage, beide Ergebnisse sind für mich sehr, sehr überraschend gewesen. Aber man muss aber dazu sagen, Altach hat gegen die Austria im Horststadion schon sehr, sehr gut gespielt. Und da ist da, glaube ich, auch nur 1-0 ausgegangen. Ja. Und da war Altach, glaube ich, zwei riesengroße Möglichkeiten gehabt, dort in Führung zu gehen. Und vielleicht unterschätzt man jetzt ein bisschen Altach in diesem ganzen Geschehen. Denn sie stehen sehr kompakt, geben da nicht sehr viel Räume her. Natürlich erwartet sie immer die Öffentlichkeit, gegen Altach musst du gewinnen, weil es halt nur und dann für den Alltag ist, aber wir Trainer wissen ganz genau, dass das nicht so einfach ist, gegen die zum Spielen. Erwarten Sie, dass die Austria eher noch weiter schwächelt? Jetzt kommt die Doppelbelastung nämlich dazu mit der UEFA-Cup-Phase. Es wird sicher nicht einfach, gar keine Frage. Wir haben das alles schon hinter uns. Also wir haben jetzt mit dem gestrigen Spiel unser 26. Spiel gehabt seit dem 7. Juli. Und diese Doppelbelastung, wobei wir haben dieses gesucht, wir haben es ja wollen. Es ist ja auch so, dass wir über den UEFA-Cup hervorragend da bis in die letzte Runde da reingekommen sind. Also es war ja schon ein Riesenkraftakt, dass wir über den UEFA-Cup so weit gekommen sind. Gegenüber den anderen Europacup-Starter, die was ja relativ gleich in der ersten Runde ausgestiegen sind, sind wir über das Hintertürchen sehr, sehr weit gekommen, haben finanziell auch den Verein wieder geholfen. Zuschauerschnitt sensationell in diese UEFA-Cup-Spiele und in die UEFA-Cup-Spiele. Aber es hat uns in einer gewissen Phase auch natürlich eine gewisse Kraft gekostet. Und das kommt natürlich jetzt auf die Austria auch hinzu. Ne? Mhm. Ein Vergleich. Vor allem bei Mattersburg kommt dazu, vielleicht ist das auch eine Vereinsphilosophie da von Martin Bucher dieses und von Franz Lederer, dass sie sagen, wir nehmen nicht so einen großen Kader, weil wenn man schaut, sie haben halt dieser kleine Kader, der hat auch große Qualität. Das sind erfahrene Spieler, gestandene Spieler, routinierte Spieler, spielen von der Art her, so wie es der Edi sagt, wirklich sehr, sehr gut auch nach vorne. Alles mit Kraft, alles mit einer hohen Laufbereitschaft. Und das passt dort einfach. Es darf nur keine Verletzten geben. Vielleicht, das hat man das dann im UEFA Cup gesehen, wo da glaube ich 2 Gesperrte waren und 3 Verletzte. Und dann haben sie große Probleme gehabt. Aber wenn nicht allzu viel passiert, ist die Mannschaft von 1 bis 13 oder 14 sehr gut besetzt. Mhm. Ihr Favorit für die Meisterschaft, wenn man Sie bei derzeitigem Stand fragt? Ich habe immer gesagt, dass der Weg, da hat mich dann einmal der Präsident korrigiert, ich habe gesagt, der Weg wird immer über Salzburg gehen. Einfach vom Kader her, wenn man diesen Kader hernimmt, die sind auf jeder Position doppelt besetzt, die können auch im Winter, wenn es sein muss, noch einmal nachschöpfen. Unser Präsident hat gemeint, der Weg geht sicher über Wien. Da will ich ihm nicht widersprechen, da gebe ich ihm auch recht, weil wir wollen genauso vorne mit dabei sein. Aber ich sage trotzdem, vom Kader her, wenn dort alles normal läuft, hat Salzburg einfach von dieser Qualität her natürlich einen riesen Vorteil. Und was auch dazu kommt, und ich habe das von unserem letzten Spiel in Salzburg auf dieser Kunstrasen. Mhm. Also da gingen für mich halt einfach, da springe ich nicht runter von meiner Meinung. Ich finde es sehr, sehr unfair von Salzburg, dass die Gastmannschaft nicht die Möglichkeit hat, dort eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo ein Spiel um 8:30 auf die Nacht ist, Vormittag, sie zum Bewegen. Wir benutzen keine Kabinen, keinen Strom, wir brauchen dort nichts. Und es ist ja dieses Schreiben von Didi Mateschitz rausgegangen, ja jederzeit, nur wenn du dann fragst, heißt es nein. Wir dürfen dort nicht, weil es ist schon ein Unterschied, ob jetzt ein Verein, der was am Rasen zu Rasen kommt, weil es heißt, ja, wir dürfen ein Hanapi-Stadion auch nicht trainieren. Ja, aber wenn ich von Rasen zu Rasen, ist schon ein großer Unterschied, als wie Rasen-Kunstrasen. Ob man dadurch sie
besser beim Spiel fühlt, ist wieder was anderes. Aber man sieht schon, dass dieser Kunstrasen für Salzburg ein sehr, sehr großer Heimvorteil ist. Ich möchte Ihnen Edi Finger anfangen. Ich habe Sie ein, zwei Mal zuletzt bei Kommentaren gehört von Rapid-Spielen. Da kamen hin und wieder auch ein paar Sticheleien in Richtung Peter Pakul. Waren Sie nicht immer mit seinen Aufstellungen zufrieden? Na, ich muss sagen, was haben Sie ihm vorzuwerfen? Na, er hat jetzt eigentlich alles das gemacht, was ich gesagt habe. Er spielt jetzt mit den richtigen Leuten auf der Seite. Er spielt nicht mit Leuten, die auf der Seite nicht spielen können, auf der Seite. Wie Martin Hidden? Oder Batoka. Jetzt spielt er mit zwar Gernte auf der Seite, jetzt hat sich das hinten konsolidiert, jetzt spielt auch der Kavlak wieder quasi in der Stammformation. Also ich muss sagen, ich möchte mich beim Peter hier öffentlich bedanken, er hat meine Kritik sehr positiv umgesetzt. Das mit dem Europacup wollen wir jetzt nicht noch einmal aufwärmen, das haben wir uns glaube ich, unter vier Augen ausgeredet. Aber so gesehen, das war etwas. Und was mich auch gestört hat, das möchte ich schon anbringen, der Martin Hidden ist für mich ein wirklicher Klassenspieler. Rapid hat mit ihm verlängert und kauft sich einen der teuersten Abwehrspieler in Österreich, den Herrn Tokic, von der Austria. Und das habe ich nicht verstanden, denn beide spielen in Wahrheit die gleiche Art des Fußballs und spielen in etwa in derselben Position. Und das hat mir eigentlich gedacht, entweder oder, ich verstehe es. Wenn man sagt, okay, ich will den Tokic, dann brauche ich den Hidden nicht verlängern oder ich will den Hidden, brauche ich den Tokic nicht kaufen. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das funktioniert ja jetzt auch besser. Und was ich auch nicht verstanden habe, dass der Linker weggegeben wurde, der jahrelang bei Rapid im defensiven Mittelfeld für wenig Geld viel geleistet hat, aber mit den Häkkinen, ich sage immer Häkkinen, das gefällt mir besser von der Formel, hat man einen wirklich sehr guten Spieler geholt, brauchen wir nicht reden von der Qualität. Er wird heute ein bisschen teurer sein, habe ich gehört, oder irre ich mich. Aber grundsätzlich, also ist meine Kritik, muss ich ehrlich sagen, so wie Rapid jetzt aufläuft, wie der Peter Pakul die Mannschaft zusammenstellt, ist das okay und der Erfolg gibt ihm ja am Ende immer recht. Auch dir. Mir auch natürlich. Ja, natürlich. Haben Sie in dem Fall vielleicht sogar auf Journalisten gehört? Nehme ich nicht an, Peter Pakul. Ja, ein Journalist macht es jetzt ja leicht. Ein Journalist tut kritisieren und gibt Meinungen aus, aber hat keine Verantwortung. Was hat der Journalist für Verantwortung? Er kann jede Aufstellung oder jede Einkaufspolitik kritisieren, aber die Verantwortung tragt nicht er. Die tragt immer derjenige, der was verantwortlich dafür ist, in dem Fall für die Einkaufspolitik bei Rapid. Bin ich, dass ich sage, wo können wir sie verbessern, wo müssen wir sie verbessern. Aufstellungsmäßig muss ich mich einfach wehren. Edi Finger vergisst, dass der Veli Kavlak bei der U20-Weltmeisterschaft gespielt hat, zurückgekommen ist und natürlich eine gewisse Phase braucht hat, auch von seiner Müdigkeit und was alles dazu. Jetzt haben die anderen, ob das auch Cotti war oder die anderen Spieler, haben das auch miterlebt. Und dann ist er halt zwei Spiele, hat er nicht von Anfang an gespielt. Also ich weiß nicht, warum das mir jetzt kommt, dass der Veli Kavlak erst jetzt wieder spielt. Also ich kann mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, wann er nicht gespielt hat, der Veli Kavlak. Also das ist ein Spieler, der was mir einfach, wie gesagt, am Herzen liegt, weil er ein Fußballer ist, weil er ein richtiger Straßenfußballer ist, weil er auch irgendwo ein bisschen einer ist, ein frecher Typ, einer, der was sich auch was sagen traut oder was auch was tut. Aber natürlich, wir haben auf gewissen Positionen, so wie jetzt auf der linken Außenbahn in der Offensive, auch mit Ümit Korkmaz, ein Spieler, der was auch eine sehr gute Qualität mitbringt. Und es ist ja da so, es können halt nur Öfe spielen. Ich würde gerne spielen mit einem Heikkinen, Boskovic, Kavlak, Korkmaz, Hoffmann und zwei Spitzen, weil ich bin ein Trainer, der was immer mit zwei Spitzen spielt. Ich habe jetzt zweimal halt in Spielen nicht mit zwei Spitzen gespielt, sondern nur mit anderthalb, was uns eigentlich einmal einen sehr großen Erfolg eingebracht hat, oder großen Erfolg, aber wir haben gegen die Austria dort sehr gut ausgeschaut, weil wir da auch aus dem Mittelfeld sehr gut gekommen sind. Wir haben in Kärnten damit gewonnen, weil es einfach auch die Situation auch einmal so erforderlich war. Aber es ist halt so, ich kann nur Öfe aufstellen und diese Einkaufspolitik, Tokic, Hidden, da muss ich auch wieder dazu sagen, es ist ja, man redet im Vorfeld mit Spielern, es ist ja auch nicht sicher, ob ich diese Spieler kriege. Ja, das sind alles Verhandlungsbasen, aber dass man, wenn ein Mario Tokic, glaube ich, am Markt ist, dann sollte man sich schon bemühen, diesen zu verpflichten. Über seine Qualität braucht man nicht streiten. Und ich habe immer gesagt, über das ganze Jahr wirst du deinen Kader brauchen. Und natürlich gibt es Reibereien und einmal spielt der nicht, einmal spielt der nicht. Aber ich habe ja auch mit Hans damals gespielt, da sind sechs National- oder fünf Nationalspieler damals auf der Bank gesessen bei Rapid. Nur heutzutage ist
der Spieler, der was nicht spielt, wichtiger für die Medien, als wie die, was spielen. Da muss man ein bisschen auch bei den Journalisten umdenken. Hauptkritikpunkt war trotzdem, dass sie zum Beispiel Spieler an Positionen spielen haben lassen, die ihnen eigentlich von Haus aus eher nicht liegen. Patok hat draußen gespielt, vor allem auch Martin Hieden. Haben sie auch wieder rückgängig gemacht, dieses Experiment? Müssen Sie zugeben, das ist gescheitert? Ich habe in der Vorbereitung ja auch vom System her ein bisschen was probiert. Ich habe versucht, auch hinten umzustehen auf ein 3-5-2. Das hat in der Vorbereitung zeitweise ganz gut ausgeschaut, aber wir haben natürlich schon Spieler auf die Außenpositionen wie Mackie Katzer, der einfach für vorne gesehen nicht diesen Druck bringt, als wie wenn er sich von hinten bewegen kann. Darum bin ich von denen eben wieder weggegangen. Aber das muss doch, weil es gibt ja auch Spiele in der Meisterschaft, wo du auf einmal umstellen auch musst, aufgrund dessen. Und das trainiert man halt einfach. Und was gibt es Schöneres, als in der Vorbereitung das zum Probieren. Natürlich waren es gewisse Dinge, wo man sagt, schaut man sich das einmal mit Martin Hieden auf dieser Seite an, ist man ja bewusst, dass ein Martin Hieden nicht dieser Offensivspieler ist, wie ein Thonhofer oder wie ein Dober, wenn die von der Seite hinten kommen. Das ist ganz normal, aber man macht sich dann andere Gedanken drüber. Und schlussendlich ist dann aber so, dass ich mich für Aufstellung entscheide, muss natürlich auch die Risiken übernehmen, selbstverständlich. Und natürlich bist du dann, wenn du nicht gewinnst, immer angreifbar. Und das ist das normale Leben als Trainer. Also da habe ich keine Probleme auch damit. Nein, ich finde, es muss eine seiner Kritik ist berechtigt und der Hans ist auch viel kritisiert und jetzt gehört dazu. Na, man muss mit einer Kritik umgehen können. Und die Kritik muss so sein, dass man sagt, ich glaube, das war falsch. Und man muss es auch als Kritiker begründen. Nicht immer der Obergescheide sein nachher. Wenn er gewinnt, habe ich immer alles bett, das ist falsch. Nicht? Und man muss auch oft, das ist nur sehr schwer im Fußball. Manchmal sagt man bevor eine Mannschaft einen Spieler kauft, den würde ich nicht kaufen. Dann sagen die Vereinsfunktionäre, aha, bevor der Arme gekauft ist, ist die Presse schon dagegen. Sagst du das nicht vorher, denkst du das nur, und sagst nachher, den hätte ich nicht gekauft, sagst du, naja, jetzt weiß ja jeder. Also es ist auch für den Kritiker nicht immer einfach, wenn man sich bemüht, so wie ich, korrekte und faire Kritik zu üben. Was ist faire, korrekte Kritik? Na, wer kritisiert dann die? Ich. Na, wer kritisiert dann Journalisten? Daraus. Ich. Ja, hier ist der Kritiker aller Journalisten. Persönlich eingetroffen. Mal Sekunde. Liebling der Journalisten. Aber Sekunde. Der hat noch eins mit. Muss ich gleich wieder einblenden. Persönlicher Kritiker der Journalisten fühlt man sich. Nein, ich sehe durch Journalisten. Die Journalisten bilden ja auch in dem Moment, wo sie über diese Meinung auch für einen Zuschauer, für einen Zuseher, für einen Hörer am Radio und aus. Aber wer kritisiert jetzt deine Meinung? Weil die muss ja auch nicht richtig sein. Mit der Öffentlichkeit. Wir stehen ja in der Öffentlichkeit. Ich sage zum Beispiel, ich glaube, das ist falsch. Und die Rapid-Anhänger sehen das und sagen, na, der Finger ist nicht ganz dicht. Der Peter Barkholt hat das richtig gemacht. Wir sind auch in der öffentlichen Kritik, glaube ich. Du als Trainer, ich als Reporter. Können Sie uns vor allem durch Ergebnisse, können Sie uns natürlich immer wieder legen. Ja, gut, aber Moment, da muss ich ihm helfen. Der recht, dass auch der Journalist, oder sagen wir, der halt einen Namen hat, es gibt viele Unbekannte, aber doch auch einige Bekannte, der muss sich dann schon was sagen. Und das habe ich auch schon gehört, nicht? Also wenn du dann was sagst, also da geht er schon dann durch die Salzergasse. Aber mit Resultaten, wenn du jetzt sagst, mit Resultaten kann er oder ich, wenn ich Trainer war oder wie ich Trainer war, etwas beweisen, das ist unfair, nicht? Weil alle Kritiker brauchen nur Worten drauf, bis er verliert oder ich verliere. Und ja, dann genau. Gibt naja, wenn einmal einer verliert, ist kein Problem. Moment, und das ist ja eh immer so, ja. Nicht? Und das ist das ewige Spiel, das wir ja kennen. Heute kommt er mit stolz geschwellter Brust, weil er 4-0 gewonnen hat. Und heute ist gut für ihn, das ist schön. Anders mal war er mit dem Kopf verlund gekommen und da warten schon wieder. Viele erkennen mich nicht oder brauchen auch nicht, aber ich war ein Spieler auch nicht so. Denn man glaubt, Hans wird es am allerbesten wissen. Ich habe meinen Erfolg auch nicht auf eine hohe Leiter gestellt und gesagt, so, jetzt habe ich heute gemacht und bla bla bla. Ich habe mich gefreut, aber ich war nicht so, der was dann 3 Wochen damit hausieren gegangen ist. Und genauso ist es bei Niederlagen nicht so, dass ich alles verdamme oder alles schlecht rede. Aber es sind dann so kleine Sticheleien, was dann von gewissen Leuten kommen, wo ich sage, bitte, du hast von dieser Materie gar keine Ahnung, weißt einfach ja, nie wahrscheinlich ein Mannschaftsspieler warst, vielleicht auch diesen Job nicht
gemacht hast, Fußballers, und redest dann von Dingen, die was, was du eigentlich unqualifiziert bist. Und das ist das, wo ich dann sage, hoppala, wer kritisiert dann den? Oder warum nimmt sich der dieses Recht heraus, über Dings zum Reden, über Sache zum Reden, wo er eigentlich nicht irgendwo ein bisschen Ahnung hat? Es ist ja dieser nette Satz, und da muss ich jetzt wieder hier aufpassen, weil jetzt heißt es dann gleich wieder, hoppala, du bist nicht der Bernd Schuster. Aber der Bernd Schuster hat diese Woche ja wieder einen super Satz gesagt bei Real Madrid. Also er sagt ja, die Journalisten haben einen privilegierten Job, nicht? Dann kritisieren, und haben aber, oder viele davon haben aber eigentlich keine Ahnung, was sie eigentlich kritisieren. Nicht? Also damit aber kritisieren den Sie... Den Bernd Schuster, auf ja. Dich stehst du ein bisschen, gell? Nein, ich stehe nicht auf den Bernd Schuster, es war ein Riesenfußball, aber mir geht es um den Inhalt dieser Sache, was er meint. Weil, ich meine, in Spanien braucht man nicht reden, aber auch ich in Deutschland habe das schon miterlebt. Das wird ja auch in Österreich jetzt immer mehr medienmäßig. Also vor 20 Jahren, wie wir gespielt haben, da haben sie die, da hat es gegeben zwei Zeitungen und einen Fernsehsender und aus. Nicht? Und da war ja heilige Ruhe, im Gegensatz zu heute, wo ja viel mehr... Publicity, viel mehr Medienrummel ist und. Aber in Spanien, da weiß man ja, nach einem Spiel, da hängen 100 Mikrofone bei einem Trainer. Nicht? Aber er wehrt sich halt auch gegen gewisse Dinge, wo man ihm sagt, ja, man wird, also mit diesen Ziele, Realtrainer zu werden, angetreten, dass er gesagt hat, wir wollen einen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Den würde ich auch spielen, aber es geht halt nicht immer so. Bleiben wir kurz in Österreich, wir wollen gleich noch weiter plaudern über das Verhältnis Peter Packholt und Journalisten. Ich würde nur sagen, schauen wir uns ein paar Aussagen von Peter Packholt, hören wir uns einmal an. Er zählt ja nicht zu den allerleichtesten Interviewpartnern meiner Kollegen. Ein paar Beispiele gefällig, bitte. Gestatten Packholt. Peter Packholt. Der Typ mit Ecken und Kanten. Der Rapid-Coach, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Immer sagt, was er denkt. Man kann es einfach sagen, ich habe einfach gesagt, Scheißdreck. Und auf diesen Anfang hat er mich ausgeschlossen. Also ich habe weder ihm geschimpft, noch sonst. Ich habe einfach nur gesagt, Scheißdreck. Und auf diesen Anfang hat er mich auf die Tribüne verbannt. Schon langsam, glaube ich, bin ich der böse Bube in dieser Liga. Diese rote Karte, wie sehr hätte die das Spiel eigentlich entscheiden können? Hat es nicht entschieden, wir haben 3-1 gewonnen. Was alles interpretiert wird, das liegt bei euch, das könnt ihr euch alles ausmachen. Und das kann ich sonst auch nicht verhindern. Also, dazu weiter spekulieren und dazu irgendwelche Sachen aussuchen. Irgendeine nehmen wir halt dann. Die letzten drei Ligaspielen nur unter Anführungsstrichen ein Punkt. Ist das beunruhigend? Wenn Sie beunruhigt sind? Nein, ich bin gar nicht beunruhigt. Ich bin ja auch nicht beunruhigt. Was hat das jetzt mit einer Kette zu tun, wie wir die Tore gekriegt haben? Wenn ich nicht beim Gegenspieler hinten drauf bin, kann ich mit einer Achterkette spielen oder mit einer Vorarlkette. Man kann hier nichts mehr gewinnen. Und das muss auch in die Köpfe auch von euch rein. Man kann hier nichts mehr gewinnen. Hier kann man nur immer verlieren. Der Peter Packholt, der immer genau zuhört, immer alles genau verfolgt, dem nichts entgeht von dem, was wir sagen. Ich glaube, der Herri macht es ein bisschen zu leicht mit diesem letzten Tor. Ich denke, wenn diese Abseitsfalle aufgeht, sagt jeder Weltklasse, was die Mannschaft in der letzten Minute traut, weil anders auch gesagt, was ist, es kommt der Kopfball und der wird angescherzelt. Also man soll es nicht so leicht machen, auch nicht aus. Wir können es uns gerne gemeinsam nochmal ansehen. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, ich habe es jetzt ja alles in Ruhe mal anschauen können, aber man soll es nicht immer so einfach machen. Und das mit den Jägern, das müsst ihr euch jetzt aufbinden, nicht mir. Auf jeden Fall sind wir Ihrer Meinung, es war sehr guter Fußball, den Rapid gezeigt hat. Ich glaube, da rede ich für die gesamte Premiere-Redaktion. Peter Packholt ist wieder da, die Saison hat begonnen, das ist richtig gut. Doch ob das alle so sehen? Peter Packholt, ein echter Typ. Gut für den österreichischen Fußball. Aber sicher nicht immer gut zu Journalisten. Hast du das ja nicht zu ihm gesagt? Das ist die Umkehr. Nein, ich habe nur... Ja, Peter Packholt, was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie das anschauen? Oft erschütternd. Warum sind Sie so schnippisch bei solchen Interviews immer wieder? In einer Weise irgendwo... Ein Schutz. In zweiter Linie denke ich immer an einen Verein, auch bei so einer Situation. Ich will immer meinen Verein schützen. Ich will immer die Mannschaft schützen. Und dadurch nehme ich wahrscheinlich einiges in Kauf, was man vielleicht diplomatischer lösen könnte. Nur, der Präsident hat es richtig gesagt, ich brauche kein Diplomat sein und ich werde es auch wahrscheinlich nie werden. Und ich gehe davon aus, dass ich es auch nie werde, weil ich einfach mal lieber das rauszuhauen, was ich mir denke, auch wenn es vielleicht nicht das Richtige ist, aber damit bleibe ich wenigstens
ehrlich zu mir selber. Aber oft ist es wirklich nur, wo ich sage, der Schutz gegen gewissen Dingen gegenüber. Und ist natürlich auch klar, dass das vielleicht oft nicht gut rüberkommt, aber es ist halt nicht so einfach. Aber diesen Schutzmantel legt man sich ja eigentlich nur zu, wenn man unsicher ist. Hat das der Peter Pakul notwendig? Das kann ja mit Sicherheit auch was zum Tun haben. Man muss jetzt nicht als unsicher. Genauso, wenn ich jetzt nur das letzte Interview da hernehme, klar kann man über diese Abseitsentscheidung diskutieren. Und jeder Trainer hat eine andere Meinung. Aber ich fühle mich wieder bestätigt in dem Sinn, dass die Mannschaft diese Abseitsvolle gestellt hat. Weil einen Tag später habe ich gesehen, Bielefeld, Cottbus, 92. Minute, dasselbe Freistoß. Cottbus macht in der 92. den Ausgleich, weil der Stürmer das Kopfballduell gewinnt. War genau dasselbe. Also ein Trainer sagt, macht es Zeit voneinander. Und da wehre ich mich halt dann auch ein bisschen auch dagegen. Und es gibt Trainer, die dann das sicher vielleicht diplomatischer beantworten. Bei mir ist es halt nicht so der Fall. Ich habe halt oft das Gefühl, sie fühlen sich dann irgendwie auch persönlich angegriffen. Dabei stellen wir ja diese Fragen nur, weil sie ja auch die Zuschauer interessieren. Wir so machen das ja auch nicht, weil wir den Peter Pakul nicht mögen oder weil wir ihn ärgern wollen. Es ist aber dann auch so, in diesem Moment ist es für mich einfach persönlich. Kann ich das meinen Kollegen weitergeben? Dass das nicht persönlich nehmen. Der Großteil der Kollegen wissen sie, die kennen mich ja schon lang genug. Und das ist auch gegen einen nicht persönlich gemeint oder was. Aber da, das ist dann immer wieder, wo ich mich einfach dann auch persönlich dafür verantwortlich auch fühle, für gewisse Dinge. Hans Kranke, können Sie das, ich glaube, Sie können es wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen, wie Sie Teamchef waren, hatten Sie auch ein sehr, sagen wir so, ambivalentes Verhältnis zu den Journalisten? Also ich verfolge mich schon lange, als ich Teamchef war, wenn er besucht in München und so weiter. Ja, muss er lachen. Er ist ja gegangen durch die Lorenz-Schule, durch die Werner-Lorenz-Schule. Also die ist ja für mich, also das sage ich mir offen aus, nicht die allerbeste. Da hat er nicht viel Gutes gelernt, sicherlich nicht. Das prägt ihn ein bisschen. Aber ich muss lachen, ein bisschen ist er ja so ein Kindskopf wie ich, weil er ist ja total undiplomatisch und muss wirklich sagen, manchmal erinnert er eher an mich, weil er ja teilweise eine kindische Sturheit hat. Also das nehme ich alles auch für mich. Also da meine ich nicht nur immer, manche Sachen erinnern immer mich. Ich weiß nicht, er will mich wahrscheinlich nicht kopieren, aber manchmal redet er auch so einen Blödsinn wie ich zusammen als Trainer. Und das ist halt so, aber das... Jeder soll das so handhaben, wie er das glaubt, weil ich glaube, als Trainer musst du deinen Weg gehen, so wie er mehr geht, ist es okay, weil er macht seine Fehler, er wird zur Verantwortung gezogen, die Aufstellung, was er macht, gehört auch ihm, das ist alles, wenn er verliert, kriegt er und das hat jeder Trainer und er soll seinen Weg geben, so wie jeder. Ich habe das gelernt, ich habe früher auch mit allen gestritten und hätte wohl mit allen streiten, aber wenn man darüber nachdenkt, ich denke mir, dass jeder Trainer versucht, das Beste zu tun. Jeder Trainer versucht es auf seine Art. Und einer ist diplomatisch, einer ist ein sturer Hund, einer ist weniger diplomatisch. Das gehört so und jeder so. Es ist wichtig, dass man so bleibt, wie man ist. Für mich war das immer wichtig, dass ich so bin, wie ich bin. Okay, wenn jetzt, okay, werde ich angelöst oder dort kriege ich keinen Job oder dort kriege ich wieder einen Job. Das sind die Dinge, mit denen man leben muss. Aber jeder soll so bleiben, wie er ist und er soll halt auch so bleiben. Wenn man ein bisschen älter wird oder wenn die Jahre vergehen und vergehen, wird man ein wenig ruhiger, aber ganz ruhig sein ist eh nichts, weil dann, also dann ist es vorbei. Hans nimmt jetzt den Werner Lorenz her, Großteil deiner Kollegen drucken wir in die Happelschule eine oder drucken immer, ich bin da in diese Happelschiene eine. Ich denke, ich glaube, ich war nie anders. Wenn ich meine erste Schule bin, in der zweiten Volksschule bin ich schon das erste Mal versetzt worden, weil ich dort nicht gewünscht war. Die nächste Lehrerin, kann ich mich noch erinnern, die habe ich in die Hand gebissen. Wir haben es einfach immer nur mitgeschoben in der Schule, weil ich nicht der Einfachste war. Und das hat sich halt bis jetzt durch. Also ich bin nie einen diplomatischen Weg gegangen. Ich glaube, die... Im Gegenteil. Bei Rapid, Sie haben sich verbessert. Er hat noch niemanden bissen. Der Hans war zum Beispiel der Diplomatische beim Europacup-Finale mit diesem sogenannten Astronautengetränk. Alle haben es getrunken.
Haben wir noch Zeit? Nein, das war's. Das sind so Fälle gewesen. Er hat es gescheit gemacht, hat die Milch getrunken. Nein, ich was habe ich gemacht? Ich nicht getrunken, aber es weggeschüttet haben wir es. Ja, du hast das nicht weggeschüttet. Irgendwer hat eine Milch halt dann reingekommen. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich trinke das Getränk nicht. Hab gleich eine Verwarnung gekriegt von Holzbach-Grasse, gleich ein Geldstrafe aufgegeben, weil ich gesagt habe, du, warum soll ich das Getränk da auf einmal trinken vor den Spiel? Die Geschichte ist jetzt nicht gut erzählt, weil die Zuschauer jetzt nicht wissen. Das müsste man ja alles erzählen. Ja, das ist ja eine Mördergeschichte. Wir müssen die Sendung verhindern. So weit kann Mattersburg ums Fünfer spielen. Meine ganze sportliche Karriere war dann so. Also, bei Tirol diesen großen Krach mit Felix Latzke, dann der Krach mit Ernst Happel. Also, ich glaube, wenn da Ernst Happel kommt, Gusta, nein, dort wieder ein Theater gehabt, wo ich glaubt habe, ich war im Recht. Nein, ich war nicht im Recht, weil da ist ein Trainer. Und so ist meine ganze sportliche Karriere. Aber und dann der Werner Lorand, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, Werner Lorand ist in dem Sinn für mich kein Vorbild. Das einzige Vorbild in dieser Zeit, was ich mitnehme aus Deutschland, ist diese Arbeit. Ich meine, du warst auch kurz in Köln und diese Arbeit, was du im Ausland lernst. Jeder Fußballer, der was im Ausland gespielt hat, nimmt was mit von dem. Ich habe das Glück gehabt, Gott sei Dank, zum Spielen im 2 Jahre im Ausland, eben in der zweiten und ersten deutschen Bundesliga und dann sehr lang im Trainerstab gewesen zu sein. Und da nimmst du natürlich diese Arbeit mit. Dann nur ein kleiner Satz von Ernst Happel damals, der ist auch gekommen zu Tirol und gesagt, mich interessiert nicht die österreichische Mentalität, ich will international spielen. Und vielleicht ist dieses irgendwo ein kleiner Punkt bei mir drinnen, was ich auch so sage. Ich habe gesehen, auch bei Dynamo Dresden, die Arbeit von den deutschen Spielern, wie du mit denen arbeiten kannst. Und da hinkt man einfach noch. Vielleicht würde ich da auch ein bisschen was beibringen den Spielern, dass man sich nicht gleich mit allen Clan zufrieden geben oder mit jedem Clan einen Erfolg zufrieden geben und natürlich da in vielleicht irgendwo dann in einer Spur gegenüber österreichischen Trainer vielleicht um den Dick halt ein bisschen härter bin. Peter Packl, wenn Sie schon die Spieler ansprechen, würde ich sagen, lassen wir Sie kurz zu Wort kommen. Wir haben auch ein paar von Ihren Spielern zum Thema Peter Packl befragt. Steffen, für uns Journalisten ist es nicht immer leicht, mit Peter Packl zu arbeiten. Wie geht es denn Ihnen, Spielern, mit ihm zu arbeiten? Ja, es ist auch für uns manchmal sehr schwierig. Man weiß nicht genau, was in der nächsten Sekunde passiert. Ich denke, für uns Spieler ist es einfach so, dass er damit ein bisschen die Spannung hochhalten will, dass man nicht weiß, was kommt als nächstes, was passiert als nächstes. Man muss immer sehr konzentriert sein, auch im Training oder außerhalb vom Training, weil man wirklich immer wieder Überraschungen erlebt. Aber ich denke, er macht das alles mit einem gewissen Hintergedanken und hat sicher seine Ideen dabei. Ich bin sehr zufrieden mit Peter Packl wie Trainer, weil ich habe es schon gesagt, wann ich gekommen bin da. Er hat eine Vision und er weiß, was will hier machen. Und das ist sehr wichtig für einen Trainer, weil er hat ein Ziel und er will das erreichen und das ist sicher sehr gut für die Mannschaft. Na, also uns Spieler verwirrt auf keinen Fall. Seine Aussagen sind sehr direkt und also da gibt es nichts, nicht lang zu überlegen, einfach Klartext. Trainer spricht nicht viel, das sieht jeder Spieler und ich sehe das auch positiv, weil muss man nicht immer erklären, warum das und deswegen ich habe eine gute Respekt gegenüber Trainer und das muss so sein. Ich finde das schon gut, weil ich habe viele Trainer gehabt, die reden sehr viel und sehr oft ist am Ende gar nichts gesagt. Würden Sie sagen, hat er einen Tick? Nein, auf keinen Fall. Ich würde sagen, er verschafft sich seinen Respekt sehr. Danke. Er verschafft sich seinen Respekt sehr. Wie macht er das, der Peter Packl, dass er sich sehr den Respekt verschafft? Ich denke, der Steffen hat es und der Mario sagen es eigentlich zwischen die Zeilen. Ey, ich verlange von den Spielern nichts Außergewöhnliches. Ich verlange nur, wenn Training ist, dann ist volle Konzentration, dass da nicht immer dumm blödelt wird oder dass nicht gut gearbeitet wird. Das sind für mich die Kernpunkte bei meinen Sachen. Also ich tue nicht irgendwelche Dinge
machen, wo ich Zeit verliere. Wir haben nicht so viel Zeit im Fußball. Und dadurch schaue ich, dass ich mein Training oder bei den Spielen auch immer, dass ich von den Spielern Leistung fordere. Und so wie es auch der Steffen eben meint, diese Spannung. Ich glaube, diese Spannung gehört einfach dazu, um nicht in einen Trott zu fallen, der was dann vielleicht ins Negative. Weil ich sage immer, es geht sehr schnell in eine andere Richtung. Und diese Negativrichtung, die kannst du nicht so schnell stoppen, wie wenn du einen Erfolgslauf hast oder was. Und da versuche ich halt immer wieder, die Spieler darauf hinzuweisen. Weil sie haben nicht viel Zeit in einem, wir haben nicht so eine lange Zeitspanne wie in jedem anderen Beruf, sondern sie haben nur eine kurze, begrenzte Zeit, um erfolgreich zu sein. Was ist, es kommt ein anderer Trainer, der nimmt den wieder nicht als Spieler, dann rennt der Vertrag aus. Darum da arbeiten, der was da ist, und da einfach ein Profi sein. Ich möchte die Sperr1.at-Frage vielleicht gleich hinzufügen, weil sie passt auch zu dem Thema. Da geht es auch wieder immer wieder um Ernst Happel. Eine der Fragen lautet von einem User: Stimmt es, dass Sie doch sehr viel Ernst Happel kopieren? Was haben Sie sich von ihm abgeschaut? Ich kopiere überhaupt nicht Ernst Happel. Den kann man nicht kopieren. Also jeder, ich habe zwar 4,5 Jahre den Genuss gehabt, unter ihm zum Trainieren, aber das geht einfach nicht. Also das Einzige, was ich, was aber jeder Trainer, was jeder Trainer der Welt verlangt, ist eine gewisse Disziplin in der Mannschaft, weil ohne Disziplin geht es nicht. Es kann nicht jeder machen, was er will. Ich bin bei einer letzten Diskussion eigentlich von einem Journalisten eigentlich mehr oder minder so belächelt worden, weil ich sage, wenn um 15 Uhr Training ist, ist um 15 Uhr Training und nicht um 15 Uhr 1 und nicht um 15 Uhr 2, dass der Spieler um 15 Uhr bereit ist und nicht erst mit dann erst 10 Minuten irgendwie schauen, dass wir ins Training kommen. Und da wirst du oft dann, da habe ich so das Gefühl, du wirst dann als Trainer so belächelt, weil du stur halt sagst, oder wenn es heißt, um 15 Uhr ist Abfahrt, dann ist um 15 Uhr Abfahrt und nicht. Weil wenn der eine Minute spät, ich sage immer so, wenn einer eine Minute spät kommt, ist das für mich Nachlässigkeit. Wenn der eine Stunde spät kommt, dann war er ein Unfall oder ist irgendwas gewesen, alles kein Problem. Aber wenn ein, zwei Minuten immer diese Trägheit, weil die macht sich irgendwann auch am Platz bemerkbar. Und das würde ich halt vermeiden. Edi Finger, macht er an sich alles richtig, er verlangt Disziplin. Das ist ja mal sehr nachvollziehbar. Ich muss nur sagen, diese Umfrage ist natürlich, die muss man auch hinterfragen. Das sind ja Angestellte vom Verein. Jetzt stell dir vor, der Hoffmann setzt sich und sagt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie fragen mir unser Trainer, ein Vollkoffer, mit dem kannst du nicht arbeiten, fliegt er morgen aus. Also das müssen die ja, was sollen die sagen? Die sind Angestellte, die müssen versuchen. Und eigentlich war es für mich, mit Ausnahme den Neuverpflichtungen, waren sie nicht sehr positiv. Mhm. Weil normalerweise, wenn ich ein junger Spieler bin, lobe ich meinen Trainer, sage ich, der ist super und ich freue mich schon und mit dem Wärme und so. Sie haben sich eher zurückgehalten, also es ist, die große Harmonie habe ich da nicht ausgesehen bei diesem Frage-Antwort-Spiel. Wieso soll man um den Hals fallen? Mhm. Nicht? Also, man braucht mir nicht um den Hals fallen. Ich glaube, ich sehe das nicht negativ, weil der jetzt nicht sagt, ich liebe den Trainer oder sonst. Ich glaube, das ist einfach diese Aussagen von den Spielern ist einfach auf das Fußballerische, auch auf das, ich sage auch trotzdem auf das Menschliche. Mhm. Es ist nicht so, dass ich mit meinen Spielern nichts rede oder gar nichts. Ich glaube eher, dass der Mario Tokic meint, du kannst ja nicht mit jedem Spieler permanent, wir sind 20 Mann im Kader, jeden Tag mit einem Spieler reden. Ich glaube nicht, dass du in deinem Job jeden Tag mit deinen Angestellten zusammensitzt, auf eine Stunde auf einen Kaffee und dann schmäfieren. Das glaube ich auch nicht. Bei uns ist ja auch nichts anderes. Also ja. Wir sind ja beim Training. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit den Spielern nicht auch frage, hey, gibt es daheim irgendwas? Nur kriegt es keiner mit. Das ist ja das. Nur es kriegt keiner mit, wenn ich zu einem Spieler hingehe und sage, nein, alles in Ordnung, gibt es Probleme oder was? Und wenn der sagt, nein, dann weiß ich, hoppala, oder wie fühlst du, gibt es irgendwas? Und das frage ich alle meine Spieler. Aber ich gehe nicht so, ich brauche nicht eine Kamera dabei oder einen Journalisten dabei, der was das ja aufnimmt, aber eh mit den Spielern kommuniziert und und. Weil ich glaube, es gibt keinen Trainer auf der Welt, der was permanent mit seinen Spielern permanent zusammensitzt und immer redet. Peter Backelt, wir müssen langsam zum Ende des Themas kommen. Wie schaut die Zukunft aus? Wie laufen die Gespräche betreffend einer Vertragsverlängerung? Also ich sage es so, mich hat dieser Bericht natürlich sehr gefreut von Präsident Edlinger, dieses Interview. Ich denke auch, er hat diese 12, 13 Monate jetzt gesehen, was mit Rapid passiert ist. Ich denke, wir haben im Großen und Ganzen
trotz allem, wenn ich unseren Zuschauerschnitt hernehme, der, was sich ja in diesen 10 Monaten, 12 Monaten ja enorm verbessert hat, weil auch im Hanapi-Stadion ein guter Fußball geboten worden ist. Die Fans strömen zu uns. Also man sieht auch eine gewisse Handschrift, eine gewisse Arbeit. Und mir macht es einfach Spaß, bei Rapid zu sein. Es ist einfach der Club, der was einfach auch polarisiert natürlich, weil es immer der Club sein wird in Österreich, Nummer 1. Und es ist natürlich, da muss das Trainer natürlich auch gewisse Dinge standhalten können. Und ich denke, ich kann das, ich habe es auch bewiesen und alles andere werden die nächsten Wochen wahrscheinlich bringen. Gespräche mit Alfred Hörtnagel sind geplant. Also ich kann jetzt nicht im Namen von Alfred Hörtnagel sprechen oder vom Präsidenten, aber es ist das, was der Präsident in der Zeitung eben vor 14 Tagen oder 10 Tagen gesagt hat, glaube ich nicht, dass sich das wieder schnell ändern wird. Ne? Gut,